spielen. Alles ist möglich. Und die ganzen anderen werfen wir da unten hin. Die Engländer, da ist eine Menge Gruppendynamik unterwegs, ähnlich wie bei den Franzosen. Und wir hatten eigentlich gedacht, nach dieser tollen Qualifikation sind die möglicherweise auch ein Favorit, zumindest mal fürs Halbfinale. Aber selbst der pflegeleichtere Wayne Rooney spürt überall schon fremde Mächte. Philipp Sommer und eine vergiftete Liebeserklärung des Ausnahmestürmers. Wie schön, von den eigenen Fans ausgebuht zu werden. Wayne Rooney entnervt von den neuen englischen Verhältnissen. Jeder gegen jeden. Fans, Spieler, Trainer. Es ist unglaublich, welche Fehler die Spieler machen. Ballkontrolle, Passspiel, sie haben alles falsch gemacht. Das ist unglaublich für das Niveau, das die Spieler der Nationalmannschaft haben. Der Konter kommt. John Terry tritt vor die Presse nach einer eigenmächtig einberufenen Spielersitzung. Er fordert von Capello taktische und personelle Veränderungen. Der Trainer wird gemobbt. Als erfahrene Spieler haben wir eine Verpflichtung gegenüber uns selbst, der Nation und dem Trainer. Und wenn wir in unserer Teamsitzung heute glauben, es müsste etwas verändert werden, dann muss das gesagt werden. Wenn der Trainer oder irgendwelche Spieler damit ein Problem haben, na und? Französische Verhältnisse in England. Der Eklat steht bevor. Ich höre, Anelka ist heimgeschickt worden, weil er seine Meinung gesagt hat. Vielleicht erwischt es ja heute einen von uns. Terry überschätzt sich. Die Presse schießt gegen die Mannschaft, nicht den Trainer. Und Terry hat die Rechnung ohne die Mitspieler gemacht. Der Abwehrchef, der vor der WM wegen einer Affäre mit der Partnerin seines Mitspielers, Wayne Bridge, das Kapitänsamt verloren hatte, wird eingebremst von Team und Trainer. Die englische Revolution abgewendet. Zurück bleibt ein brüchiger Burgfrieden. Wir können über das Spiel reden, nicht über Fragen zu John Terry. Für uns ist das Spiel sehr wichtig. Alles andere ist raus aus den Köpfen, aus den der Spieler und aus meinem. Ich bin glücklich. England im Chaos. Nie war ein Sieg so wichtig wie heute. Ja, diesen Job hat sich Fabio Capello auch anders vorgestellt. Er wird gut entlohnt mit über 7 Millionen Euro Jahresgehalt. Also da tut es dann nicht so weh, wenn es nach der WM vorbei ist. Ich habe mit ein paar englischen Kollegen gesprochen. Die sind so sehr mehr davon überrascht, dass gerade Lampard und Gerrard nicht richtig fit wirken. Sie sprachen sogar von ausgebrannt. Ist das auch dein Eindruck? Das ist richtig. Also sie sind schwerfällig. Sie kommen überhaupt nicht auf die Beine in diesem Turnier. Aber ich wollte noch was anderes sagen zu John Terry. Ich glaube ganz einfach, da überschätzt sich jemand maßlos. Ja? Also wer ist John Terry? Das ist wirklich ein klasse Abwehrspieler und auch ein Alpha-Tier. Aber sich jetzt vor die Presse hinzustellen und sagen, im Namen der Mannschaft quasi den Trainer zu attackieren und dann alleine dazustehen, das zeigt eigentlich auch, wie die Mitspieler zu ihm stehen. Es gibt scheinbar keine Solidarität. Das andere, was mir immer auffällt, ist die eigene Überschätzung. Wenn man sich die englische Premier League anguckt, so wird diese englische Premier League beherrscht durch ausländische Spieler und nicht durch englische Spieler selbst. Ja, aber Terry redet von Respekt. Ja? Er sieht sich so, dass er sagt, jawohl, ich für mein Land, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen und quasi dem Trainer Bescheid sagen, auch öffentlich. Und im Gegenzug schläft er mit der Frau eines Kollegen. Ja? Das passt alles nicht zusammen. Das hat mit Respekt gar nichts zu tun. Aber nochmal das